Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omsi. Einige werden sich jetzt sicher denken, fahrt der schon wieder ins Projekt Stettin. Jetzt ist der schon wieder in einem Solaris. Muss ich sagen, ihr habt recht, es ist wieder ein Solaris. Ja, es ist auch wieder Stettin, aber es ist heute kein normaler Solaris. Nein, wir fahren heute einen 15 Meter langen Solaris. So, ich hoffe, ich habe die Linie und das Ziel richtig eingegeben. Die Route. Ja, gerade bei der letzten Aufnahme hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja, der Bus dürfte oder ist erst vor kurzem erschienen. Und zwar erst vorgestern. Schaut meiner Meinung nach ganz ordentlich aus. Jetzt habe ich hinten aufgemacht statt zugemacht. Ja, wie man schon sieht, er hat Kneeling. Er ist 15 Meter lang, hat drei Türen, drei Achsen. Haben wir sagen lassen, das ist ein Solaris aus der ersten Generation. Wahrscheinlich erkennbar an die Beleuchtung. Ja, innen schaut er so aus, Licht ist aufgedreht. Er hat, glaube ich, sogar Klimaanlage, okay, die brauchen wir heute nicht. Und während wir da tratschen, ist die Abfahrtzeit auch schon angekommen. Następny przystanek Bogu Chwały. Abfahrt. Ich hoffe, ich nehme nicht allzu viel mit heute, aber ich hoffe, ich setze mir das nach bei 15 Meter Länge. So, dann müssen wir jetzt. Ich spiele jetzt einmal Straßenbahn und fahre einfach den kürzeren Weg. Auch wenn es nicht der richtige ist. So, Stettin bei Nacht. Es ist mittlerweile 3 Uhr morgens. Ja, den nervigen Blinkersound habe ich mittlerweile ausgetauscht, weil der ist echt total nervtötend. Das war so ein typisches Piepsen. Ich bin noch nie mit einem Solaris gefahren, weil die Wiener Linien so bisweilen keine Solaris im Fuhrpark haben. Aber vielleicht kann man das wieder sagen, sind diese Blinkertöne bei den Solaris in echt auch so nervtötend. Da will niemand einsteigen, das ist davon weiter. Następny przystanek Cyryla i Metodego. Was auch immer, ich hoffe, wir sind richtig. Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe jetzt. Also dafür, dass er 15 Meter lang ist, fährt er sich nicht so schlecht. Auch von der Beschleunigung. Nee, es geht ja rüber von euch zwei. Das Schöne ist, wenn man das sobald man die Haltestellenbremse reingibt, geht er in die Knie, der schöne Bus. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da richtig sind. Hört gut aus. So. Haltestellenbremse raus und er steht wieder auf. Następny przystanek 1 maja. Ansagen funktionieren natürlich auch. Jetzt auch. Natürlich. So selbstverständlich ist es doch wieder nicht, dass das ohne Probleme funktioniert. Hallo Polizei. Da haben wir schon ganz andere Busse erlebt, die keine Ansagen haben. Następny przystanek Wilcza Wiadukt.
Ja, fahrt euch nicht über. Die Länge merkt man nicht an. Ich bin schon gespannt, wie es in Omsi wird, wenn es dann einmal Gelenkbusse gibt. Ob sich die dann auch so gut fahren. Bin schon gespannt. Ich hoffe, die beiden Jungs von M&R Software, dass die da was auf Gutes auf die Beine stellen. Aber das haben sie mit dem bisherigen Spiel schon bewiesen, dass sie es können, dass sie es drauf haben. So, wenn man jetzt sagen kann, wieso ich stehen bleiben will, der kriegt einen Keks. Weil einsteigen will niemand und aussteigen will auch niemand. Aber weiter, würde ich sagen. Następny przystanek. So, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mal alles richtig eingestellt. Die Ansagen passen. Und ja. Mit gut 21 Frames rennt das Spiel auch recht ordentlich. Ich sag recht ordentlich. Mehr ist immer besser. Aber mittlerweile kennen wir ja Omsi und wie es mit Performance umgeht. So, na komm, weiter geht's. Jetzt ganz schön steil bergauf. Aber ich gebe jetzt auch im Moment nicht Vollgas, weil ich eh schnell genug bin. Ich glaube, da vorne steht er auf der Straße, aber da geht noch wer am Gehsteig. So, 5:22 muss, ich glaube, nach links. Oder? Ja. Ich könnte jetzt voller Glück sagen, bis jetzt habe ich niemanden mitgenommen. Also keine Autos. Aber bis jetzt sind uns auch nicht viele entgegenkommen. Das kann sich noch ändern. So, während wir da warten, bis grün wird, können wir uns den Bus auch mal schon von außen anschauen. Kleiner Rundreise. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Es gibt Schlimmeres. Kamera aus. Hier und da noch ein paar Verbesserungen wie die Heckleuchten oder die Räder, die das typische, wenn sie sich drehen, dann erkennt man, dass sie also irgendwie Schatten werfen. Wenn man das noch in den Griff kriegt, dann ist eigentlich ein guter Bus. Das ist mal was anderes als immer die 12-metrigen mit zwei Achsen. Und man sieht, die dritte Achse lenkt mit. Weiter geht's. Ja, ich stehe am Gas, soll das Gas geben. So, fahren wir weiter. Mit unserem Solaris. Aber scheinbar Solaris passt auf diese Map, weil wenn man sich das Startbild anschaut, also was es in der Übersicht gibt, wenn man die Map lädt, dann sind da auch nur Solaris abgebildet. Wo gehst du schon wieder hin spazieren? Ja, steig halt hinten ein, wenn du lustig bist. Hallo. Okay. Jetzt hat er sich doch für vorne entschieden. Następny przystanek Bandurskiego. Ja, gemütlicher Tour durch Stettin. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ja, ich weiß, mittlerweile wird wahrscheinlich schon wieder eine neue Version von Stettin verfügbar sein. Aber ich war ehrlich gesagt zu faul, dass ich mir das bis jetzt unterlasse.
und installiere. Oh, die hat schnell umgeschalten, die Ampel. Ja, und die Map läuft ja einwandfrei und jetzt, ich glaube gar nicht, dass es da neue Linie gibt. Es gibt nur minimale Verbesserungen. In der 3.1, glaube ich. Wie gesagt, die Map läuft ja einwandfrei, also wie sagt man so schön im PC-Bereich, never change a running system. Soll ich auf der links kommen? Hier ist keiner. Nee. Sitzt da wer? Nein, da sitzt niemand. Aber weiter. Następny przystanek. Aksentowicza. Ja, Bus fahren sich eigentlich sehr gut. Gibt's nichts zu meckern. Beschleunigung ist ordentlich. Für so ein Riesentrum. Und wie hat einer im Forum geschrieben, er wollte schon länger mal was Langes haben. Następny przystanek. Kormoranów. Schalt es doch. Jetzt sind wir wirklich schön Kormoranov. So, da müssen wir aufpassen, wo müssen wir nicht denken, mal links, oder? Ja. Ah ne, warte, wir fahren nach Warschstevo, das heißt, wir müssen gerade weiter. Das heißt, wir haben unsere Station da. Jetzt wäre ich fast wieder falsch gefahren. Schande auf mein Haupt. Wieder schauen. Beehren sie uns bald wieder. Ja, ich mach das schon. So, müssen wir vorne aussteigen. Ja, jetzt sind alle Türen offen. Ja. Tut mir leid, dann kann ich da auch nicht helfen. Następny przystanek. Rostocka. Rostocka. Und natürlich, weil der nette Kollege gemeint hat, er muss lustig sein und muss drücken, obwohl er gar nicht aussteigen will, stehen wir jetzt wieder an einer roten Ampel. Danke! Danke, liebe KI. So, von der Zeit her sind wir wahrscheinlich eh viel zu... Bloß eine Minute, ein Wahnsinn. Das geht gar nicht. Das heißt, sobald es grün wird, pedal to the metal, oder wie? Sollen wir die Zeit wieder reinholen? Hallo, heute noch. Da fährt nichts, da ist nichts. Wieso wird das nicht grün? Kommt nichts von rechts, kommt nichts von links. Wetten, wenn ich jetzt die Feststellbremse reingebe, dann wird's grün. Und? Fußgängerampel ist schon rot. War doch klar. Ein bisschen schmal. Sieht ja aus. Alles aus. Ja, die Scheinwerfer dürfen auch recht gut sein. Ich fahre ohne Fernlicht und sehe eigentlich genug. Gibt's nichts zu meckern an dem Bus. Aber wie gesagt, ich habe auch schon eine Mod drinnen. Normalerweise hat man da in der in der Windschutzscheibe auch noch eine Werbung, die ist bei mir weg. Następny przystanek. Czeska. Und ja, ich glaube am Dashboard ist auch was gemacht worden. Dashboard. Immer diese englischen, diese englischen Ausdrücke. Wir leben noch immer in Österreich, beziehungsweise viele von noch in Deutschland. Und da heißt es noch immer Armaturenbrett.
Dashboard. Sind nicht in Amerika. Następny przystanek Warszawa Kościół. Also der Bus ist leer, nicht nie. Oh, ich glaube, ich kenne die Strecke doch, wenn. Oh je. Da kommt jetzt dann gleich eine ganz spannende Stelle. Mit 15 Metern um die Ecken von. Oh je. Geht auch nicht mehr da einsteigen. Następny przystanek Warszawa Szkoła. Ja, schauen wir mal, ob wir es ohne Unfall schaffen bis zur Endstation oder nicht. Następny przystanek Szwedzka. So, erste spannende Stelle. In 15 Meter diese Kurve meistern. Da kommt nichts, von rechts kommt auch nichts. Okay, das lief ganz gut. Vielleicht schaffen wir es ja ohne Unfall. Ich bin noch immer guter Dinge. Okay, du fährst gerade weiter. Ich habe jetzt gehofft, du biegst ab. Also ich glaube, um die Uhrzeit ist der Bus ein bisschen Overkill. Aber ich habe gedacht, ich fahre mal wieder bei Nacht. Sehen wir schon lange nicht mehr. Okay, die Dame will nicht mitfahren. Sonst steht auch niemand, dann fahren wir gleich weiter. Następny przystanek Warszawa. So. Jetzt kommt die spannende Stelle, von der ich die ganze Zeit rede. Die da! Da kommt ein Golf. Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, damit ich da reinkomme. Ja, Kollege. Nicht mit. Weh, du fährst mal rein. Okay, ich glaube, ich habe eine zu viel gedrückt. Weil er nicht schon war, Schäfer angesagt. Das ist die Endstation, das ist die nächste dann. Jö, mit 15 Meter in die kleine Gasse. Das wird interessant. So interessant, dass er sich nicht ausgeht. So geht das. Perfekt. Also ich glaube, der Bus ist ein bisschen zu groß für die Strecke. Oder? Mittlerweile haben wir wieder knapp 30 Frames. So qualmt man das doch gleich mehr. Und die nächste spannende Ecke. Die ist ja noch kleiner als die vorige. Na, ehrlich. Aber wenigstens ist da kein Schild im Blick.
Zumindest auf der Seite nicht. Irgendwas habe ich jetzt gedrückt. Ah, das war's. Ohne Gang fahrt sich's nicht so einfach. So, da sind wir. Überall spät. Naja, fast überall. So. You have reached your destination. So, genug vom von der Linie gesehen. Die kennen wir eh schon alle. Unser Star der Show ist heute unser Solaris. Ja, das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende der Linie angekommen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Die wenig ereignisreiche Fahrt, muss ich ja dazu sagen. Das war unser Ausflug mit dem neuen Solaris. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Geplant hätte ich die Map Freifurt 2.0, glaube ich, ist das. Das wird dann wieder eine längere Fahrt. Mal schauen, mit welchem Bus wir fahren. Vielleicht ist er bis dahin der neue M1 Lion City heraus. Wenn nicht, nehmen wir was anderes. Okay, ich sag dann bis dahin. Wünsche noch einen schönen Tag und schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.